Christian Düren. Unvorbereitet, nicht professionell und leider auch völlig langweilig. Traum aller Schwiegermütter. Zeit für langweilige Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen. Die hat er offensichtlich. Warum ein längeres Interview allerdings auch zwingend angenehmer sein muss. Du nennst das jetzt unkompliziert, ich nenne das mit unkompliziert. Wie bist du denn? Ich möchte von dir wissen, wie du bist, nicht nur wie du bist. Schließlich gehört um die Welt chatten und um die Welt chatten zum Tagesgeschäft. Christian Düren ist dafür extra aus Los Angeles angereist. Die Vorfreude ist gemein. Anfangs sogar noch auf beiden Seiten. Der ist ja auch von TAF und so und die machen eigentlich immer Beiträge. Ein offener Mensch, der Kontakt sucht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwie so gemein ist. Was ist denn das Besondere an dir? Noch Scheiße. Was Christian zu diesem Zeitpunkt weiß, er hätte definitiv mehr Kaffee trinken sollen. Und um ehrlich zu sein, ich habe nichts Spannendes gefunden. Woran liegt das? Keine Ahnung. An sich würde ich natürlich sagen, dass ich es am meisten verdient hätte, einfach weil ich hier bin. Los geht's um 20.05 Uhr. Traumhafte, durchtrainierte Männer. Wow. Kilometerlange Sonnenaufgänge und unzählige trainierte Männer. Wow. Diese Bilder dürften ja wohl reichen. Ganz besonders super der weltbekannte Speech. Manch einer sieht hier viel mehr. Anastasia und Tamara sehen hier Sonne. Viel Strand, das Meer und den Himmel. Ja, es ist so geil. Ja, ganz schön verrückt dieses Leben. Und es wird noch verrückter, denn am Venice Beach gibt es nicht nur Sand, sondern auch Sand. Nein, doch. Oh. Sowas haben Anastasia in ihrer Heimat Los Angeles oder Tamara zu Hause offensichtlich noch nie gesehen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so eine krasse Dingsbums gesehen. Ja, die beiden Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen können ihr Glück fassen, bis plötzlich Panik ausbricht, denn... Die fahren ja alle ohne Schutz, alle ohne Helm. Tamara möchte unbedingt einmal in Berlin leben, einer sehr weitläufigen Metropole, ohne wirklichen Nahverkehr, dafür mit vielen, 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 vielen Highways. Das sehen Sie heute Abend bei Topmodel ab 20.05 Uhr. Jeder Tag, ein neuer Albtraum. Einen Grund, warum ihre neuen Mitschüler sie nicht leiden können, erzählt sie, gibt es. Doch schützen kann sich Julia so vor ihren Mitschülern nicht. Schnell bleibt es nur bei verbalen Beleidigungen. Vor Mobbing habe ich jetzt Angst mehr, weil ich bin jetzt mittlerweile so ein starker Mensch geworden. Wenn ich mehr weinen sollte, dann ist es, weil ein anderer mir gesagt hat, dass er enttäuscht von mir ist. Dass auch Vivian heute so stark ist, hätte die 21-Jährige vor 13 Jahren geglaubt. Denn die gelernte Visagistin aus Heilbronn leidet seit ihrem 8. Lebensjahr an Depressionen. Ich habe halt dann gemerkt, dass was stimmt, als ich halt angefangen habe, mir zu denken, so, ich möchte ja einfach gar nicht mehr sein wie alle anderen, wieso kann ich normal sein? Die Halbamerikanerin hat Freunde. Erste Anzeichen, die laut Psychotherapeut Dr. Tominczek aus München unterschätzt werden dürfen. Als meine Mom es dann gesehen hat, die Reaktion werde ich nie vergessen, weil das mir echt das Herz bricht, wenn ich dran denke. Ich habe es geschafft, aus meiner Depression rauszukommen, aber das heißt, dass sie nicht wiederkehren kann. Andere haben dickere Lippen, andere haben einen schöneren Po und ich habe das halt einfach alles.